ich hab no joke keine Ahnung, wie ich das Video hier heute beginnen soll, was ich sagen soll. Und ich weiß auch gar nicht, warum ich das nicht weiß, aber ich fühle mich richtig gut. Und ich habe richtig Bock und ich bin richtig hyped auf dieses Projekt, was wir hier heute starten werden. Denn vor fast 2 Jahren habe ich Minecraft mit Lukas Staffel 1 gestartet, was ein komplett normales Standard-Survival-Singleplayer-Let's Play war. Und heute darf ich euch willkommen heißen zu einem neuen Projekt auf meinem Kanal. Und zwar Skyblock mit Luca. Also mir. Ich habe mir hier einen Tee gemacht. Zum ersten Mal einen Orangentee. Den werde ich mir nie wieder machen. Allerdings würde ich sagen, klicken wir jetzt hier einfach mal auf die Map drauf und bewegen uns das allererste Mal in den Ort rein. Sag mal, bin ich blöd? Habe ich einen Sehfehler oder sind hier auch noch andere Inseln gerade? Ich als kranker Minecraft-OG-Player, der das Spiel ja wirklich schon vor 11 Jahren angefangen hat zu zocken, kann euch nur sagen, dass das Skyblock, was ich kenne... Ey, es wird echt immer besser. Auch noch Regen hier jetzt, oder? Wir können direkt aufhören! Wir können direkt das Projekt beenden, komm! Der Tee schmeckt scheiße, ich spawn hier alles wieder Quatsch hier! Aber gut, Freunde. Ich würde sagen, wir lassen uns davon nicht unterkriegen und versuchen, das Beste rauszumachen. Erstmal für euch zur Erklärung, falls ihr Minecraft Skyblock nicht kennen solltet. Das hier ist alles, was es gibt in dieser Welt. Diese Insel, auf der wir uns gerade befinden und diese paar anderen Inseln, die wir im Laufe dieses Projektes erkunden werden. Wir haben 2 Regeln. Regel Nummer 1 ist, man darf nicht absichtlich von dieser Insel hier runterspringen, wenn man beispielsweise sein Leben relativ gering hat und das absichtlich dadurch regenerieren will. Das darf man nicht. Das ist verboten, das werden wir auch nicht tun. Das vorhin war leider aus Versehen, weil ich einfach dumm bin. Und Regel Nummer 2 von 2 ist, dass wir mindestens auf Stufe leicht spielen sollten. Also einfach. Wir spielen allerdings auf normal, weil ihr wisst, ich bin ein Profi. Da ich euch die 2 Regeln dieses Projekts jetzt vorgestellt habe, sage ich euch jetzt, was das Ziel des Spiels hier ist. Wir haben 60 Challenges, die wir erfüllen müssen. Das sind teils banale Sachen, wie beispielsweise ein Bett bauen oder 64 Holz haben oder ein Haus bauen. Allerdings sind das auch teilweise echt schwierige Sachen, wie beispielsweise ein Höllenportal erstellen oder eine Goldfarm, eine Monsterfarm mit einem Spawner quasi machen oder generell das Spiel schlussendlich beenden, indem man in das Ende geht und den Enderdrachen besiegt. Diese 60 Challenges, das habe ich mir als Aufgabe gestellt, möchte ich bis zum Jahresende abgeschlossen haben. Ich weiß nicht, ob ich das hinkriegen werde, aber wir versuchen es mal. Und deswegen verlieren wir auch gar nicht lange Zeit und öffnen... Also ich will jetzt wieder nicht wie so ein alter Sack klingen, aber das Skyblock, was ich gespielt habe, beinhaltete nur Eis und einen Lava-Eimer. Also sagt mir gerne mal unten in den Kommentaren, was ich mit einer verdammten Meeresgurke, Leuchtbeeren, Zuckerrohr und 10 Obsidian anstellen soll. Ich würde allerdings sagen, ich nehme erstmal die Dinge, mit denen ich vertraut bin, hier raus, und zwar das Eis und den Lava-Eimer, denn wir müssen jetzt einen Cobblestone, also Bruchsteingenerator, bauen. Keine Ahnung mehr, wie das geht. Ich weiß nur, dass wir den Lava-Eimer nicht zu nah hier an den Baum setzen sollten, weil der dann Feuer fangen könnte. Und im besten Fall auch nicht zu nah an die Kiste. Deswegen würde ich direkt hier mal alles aus der Kiste rausnehmen. Die Kiste ganz vorsichtig abbauen. Ich hoffe jetzt nur, die fällt nicht runter, ne? Zack, okay, die haben wir. Und dann stellen wir die Kiste einfach mal hier an die Seite. Die Blume baue ich mal auch ganz kurz ab. Zack, die haben wir auch. Wir müssen wirklich vorsichtig vorgehen, ne? Mit allen Materialien, mit allem, was wir haben. Ich will nicht mal Gras gerade abbauen, weil wir eventuell mit Lichtlevel warten könnten, dass das weiter wächst, sodass wir noch eine größere Chance haben, hier Seeds, also Samen für Weizen rauszukriegen, was auch eine Aufgabe ist, und zwar eine Weizenfarm zu erstellen, weil wir erstmal nur damit wirklich essen können.
Wir können allerdings eh nicht groß sprinten und dementsprechend Hungerkeulen unten rechts im Inventar verlieren, weil wir nur auf, keine Ahnung, 15 Blöcken hier unterwegs sind. Aber gut, ich laber zu viel, ich lasse mir wieder viel zu viel Zeit. Wir packen hier erstmal alles rein, was ich gerade erstmal nicht benötige. Deswegen haben wir hier jetzt Platz für einen Bruchsteingenerator. Hier drunter haben wir auf jeden Fall auch noch Erde. Das hier baue ich auch mal ganz kurz ab. Das Gras muss ich jetzt leider zerstören. Vielleicht, nee, kommt nichts raus. Und den baue ich auch noch ab. Und das müssen wir jetzt, glaube ich, auch zerstören. Also hier auch nochmal drauf. Kommen auch keine Samen raus. Aber gut, okay. Das hier auf jeden Fall hier rein. Und jetzt müssen wir hier ein Loch graben. Glaube ich. Ich weiß nicht, ob das wirklich so funktioniert. Hier den Eisblock drauf und jetzt erstmal warten, dass der zu Wasser wird. Ich weiß nicht, ob das nicht gleich schief gehen wird. Also ich weiß nicht, ob ich hier komplett verloren bin gerade. Es hat übrigens gerade aufgehört zu regnen, deswegen dachte ich, ich mache mal kurz weiter, um euch das zu zeigen. Aber der Eisblock wurde jetzt tatsächlich in den letzten 5 Minuten nicht umgewandelt in einen Wasserblock. Ich weiß nicht, woran es liegt. Ich setze mal hier die Erde hin, nochmal, und setze sie neben einen Lavaeimer. Vielleicht, wenn der Lavaeimer so nah dran ist, checkt der Eisblock, oh, es wird warm. Ich schmilz mal lieber. Oh! Ich bin einfach der Profi! Und jetzt muss ich ganz vorsichtig vorgehen, denn ich muss den Lavaeimer nehmen, diesen Erdblock abbauen und diesen Erdblock abbauen. Und jetzt diesen Erdblock wieder hinsetzen, sodass das Wasser direkt hier runter geht und ich hier vorne die Lava hinsetzen kann, sodass hoffentlich hier Bruchsteine generiert werden. Denn wenn ich irgendetwas falsch mache, kommt hier Obsidian und wir haben für das komplette Projekt verkackt. 3, 2, 1. Da sag noch einer, hey hier, Luca, keine Ahnung von Minecraft, ey. Schau mal hier. Hm? So einfach geht das. Ja, wie bauen wir das jetzt ab? Wir brauchen natürlich eine Spitzhacke und müssen dementsprechend diesen Baum hier abfällen. Von daher packe ich jetzt erstmal alles Unnötige hier rein, falls wir runterfallen, dass wir auf jeden Fall noch ein paar Sachen haben. Die Erdblöcke behalte ich erstmal, denn die benötige ich, um die im besten Falle hier so... Boah, jetzt muss ich ganz vorsichtig sein. Uff. Die benötige ich, um das zu machen, was ihr gerade schon gesehen habt. Alter, ich tue das, als wäre ich gerade einen Marathon gelaufen. Wir müssen tatsächlich hier vorsichtig sein, dass wir auch keinen einzigen Holzding verschwenden. Und erst recht keinen einzigen Setzling verschwenden von den Blättern hier oben. Damit wir neue Bäume pflanzen können. Also, der Holzblock, bitte zu mir fallen. Sehr gut. Haben wir schon 2 Stück. Das hier ist der 3. Und den Rest lasse ich erstmal dran, weil ich hoffe, dass die Blätter so erstmal nicht despawnen und wir uns aus 3 Stück zumindest schon mal das craften können, was wir als erstes benötigen. Nämlich eine Werkbank und auf jeden Fall auch Stöcker. Oh mein Gott! Ich hab ein bisschen Schiss, dass der hier mein Gras anzündet. Keine Weizensetzlinge. Keine Samen. Keine Samen. Es ist 9. November, deswegen habe ich auch leider keine Samen hier fürs Projekt. Wir haben nur noch 1, 2, 3, 4, 6 von diesen Grasdingern. Wenigstens kann da vorne nichts mehr abbrennen. Ich pack den Mohn hier rein und würde jetzt einfach mal die Werkbank hier hinsetzen. Und jetzt mit unserem Holz eine Holzspitzhacke machen, mit der wir uns... Boah, jetzt müssen wir hier auch erstmal ganz vorsichtig sein, ne? Der darf nicht runterfallen. Okay, sehr gut. Wir bauen jetzt hier den ersten Bruchstein ab. Sehr gut, sehr stabil, sehr stabil. Und noch einen. Oh! Sehr stark, sehr stark, sehr stark. Und noch einen dritten erstmal. Boah, sehr, sehr wild. Denn die setze ich jetzt erstmal hier außen rum, sodass mir hier nichts passieren kann. Und wir auch generell... Ich will am liebsten hier auch Bruchsteine drumherum setzen.
Aber das mache ich erstmal noch nicht, weil ich ein bisschen Schiss habe, dass die Lava mir hier alles Mögliche so ein bisschen abbrennt. Also ich gönne mir noch ein paar mehr, um mir daraus gleich die Dings zu machen. Die Bruchsteinstufen, damit wir ein bisschen Bruchsteine sparen können. Und die dann wiederum, der ist gerade verbrannt in der Lava, und die Bruchsteinstufen dann wiederum hier vorne drumherum zu machen, um das alles noch so ein bisschen zu erweitern, wodurch wir einerseits unsere Insel erweitern, allerdings auch ein bisschen mehr Platz lassen für die Setzlinge. Boah, ich habe immer Schiss, wenn ich hier über diesem Abgrund stehe, ne? Vielleicht sollte ich auch mal lieber, bevor ich runterfall, alles hier reinpacken, was ich gerade nicht benötige. So, Cobblestone kann ich mir immer wiederholen. Wir müssen tatsächlich auf jeden einzelnen Setzling achten. Deswegen würde ich ja auch am liebsten noch einen weitergehen und dementsprechend nochmal ganz kurz ein bisschen Bruchsteine abbauen. Puh, ihr merkt schon, ich bin auf 180. Ich merke auch wirklich, wie mein Herz, ne, wenn ich hier gerade eine Apple Watch oder irgendwie ein Herzmessgerät, wie auch immer das Ding heißt, umhätte, würde das, glaube ich, sagen, Puls 180. Der ein oder andere Minecraft-Spieler, der sich wirklich mit diesem Projekt auskennt, wird sich wahrscheinlich denken, Luca, du baust gerade Steine ab. I know, dass es Englisch schon heißt, ich weiß. Die Sache ist allerdings, dass ich hier in jeglicher Hinsicht Angst habe, irgendeinen Fehler zu machen, weil ich selber weiß, dass ich nicht gut in Minecraft bin und weil ich auch selber weiß, dass das ganze Projekt hier innerhalb von nur einer Sache, die ich falsch mache, vorbei sein kann. Von daher, meine lieben Freunde, ich gehe auf Nummer sicher, sicher. Ich weiß, ihr regt euch auf, aber könnt ihr froh sein, das Video hier hat Überlänge, müsste mich noch länger ertragen. Einen Cobblestone hole ich mir noch, dann machen wir noch die Ecke da hinten zu, denn ich weiß genau, wie es ist, wenn so ein Baum in Minecraft irgendwas droppt, egal ob das ein Apfel ist oder ob das ein Setzling ist oder so, dann lassen die das immer so ein paar Blöcke weit wegfallen. Von daher haben wir jetzt, glaube ich, genug Platz. Ich baue mal das erste ab. Kein Setzling. Kein Setzling. Wir brauchen einen Setzling. Kein Setzling. Kein Setzling. Mal, willst du mich verarschen? Das ist nicht wahr gerade. Wenn ich keinen einzigen Setzling aus dem Baum rauskriege, ist dieses Projekt vorbei. Weil wir nicht weiter an Holz rankommen. Leute. Das ist gerade alles andere als wild hier. Das ist tendenziell sogar eher ziemlich mild. Schon wieder kein Setzling. Einen Setzling. Einen. Einen einzigen. Komm schon. Vielleicht, wenn ich mit der anderen Hand die Maustaste gedrückt halte? Auch nicht. Jetzt? Leute, wir haben ein ganz großes Problem, wenn das nicht so läuft, dass ich hier gleich ein Setzling rauskriege. Oh, das fällt auch schon so weit weg. Ey, es ist alles bisher schief gelaufen, was hätte schief laufen können. Es geht die Sonne auf. Komm, bitte, bitte. Einen Setzling. Das war auch kein Setzling, das war auch irgendeine Animation. Boah, oh mein Gott, das sieht ja wunderschön aus. Ey. No joke, in solchen Momenten denke ich mir einfach nur, dieses Spiel ist... In Stock kannst du fallen lassen, ne? Aber Setzling geht nicht, oder was? Jetzt nicht so lange auf die Minecraft-Schönheit konzentrieren, Luca. Wir brauchen einen verdammten Setzling. Sonst ist das Projekt vorbei. Ich habe mir so viel Mühe gegeben mit dieser ganzen Plattform hier drumherum. Lass mir einen Setzling. Und dann haben wir vor allem, selbst wenn wir nur einen kriegen, haben wir danach wieder den Struggle, dass wir dann aus dem Baum wieder einen Setzling rauskriegen müssen. Leute. Ja! Einen Setzling! Oh mein Gott! Yes! Yes! Wir haben's! Wir haben's! Wir können noch einen weiteren Baum pflanzen! Wow! Oh mein Gott, ich glaube, ich habe mich in Minecraft noch nie so doll über einen Setzling gefreut. Ey, kriegen wir noch einen zweiten raus? Nee, wir haben verdammt nochmal nur einen Eichensetzling bekommen. Ey, das ist doch wirklich nicht mehr normal. Einen Eichensetzling. Aber gut, okay. Wir haben in der heutigen Folge schon die ein oder andere Challenge hingekriegt. Und zwar haben wir den Cobblestone-Generator geschafft. Der uns Bruchsteine liefert. Also, wir können theoretisch hier alles voll kleistern mit Bruchsteinen.
und wir haben unsere Insel erweitert. Das beides haben wir bisher geschafft. Es gibt noch 58 weitere Aufgaben, die wir in den nächsten 4, 5, 6 Wochen versuchen werden zu lösen, zu bewältigen, bis zu Silvester. Von daher, wenn ihr Bock auf dieses Projekt habt und wenn ihr Bock habt, dass übermorgen um 18 Uhr am Sonntag die zweite Folge von Skyblock mit Luca online gehen soll, dann lasst einen Daumen hoch unter diesem Video hier da, abonniert meinen Kanal und klickt auf die Glocke, um dieses Video, den zweiten Teil von Skyblock mit Luca, dann auch nicht zu verpassen. Ihr ahnt nicht, wie mein Herz gerade pumpt. Einen verdammten Setzling haben wir bekommen.